Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Justice for All. Ach ja, und wir machen uns mal auf den Weg zu dem anderen Zimmer, was wir neu entdeckt haben im letzten Part. Du musst auf den Emulator, auf den... So. Ein Emulator? Das ist doch kein Emulator, wir nehmen doch vom DS ab, du Vollidiot. Stimmt. Entschuldigung, deswegen sieht man ja auch die Maus. Ja. Wo wollen wir hin? Zum Hauptplatz. Bewegen. Und zum Zimmer. Mooszimmer, zum Moostaverne. 28. Dezember. Unterkunft, erster Stock, Mooszimmer. Hallo! Tada! Glückwunsch, Sie sind die großen Gewinner! Gewinner! Sie sind die Millionen Besucher des gewissen Herr Mokers, alias ich. Ohrstöpsel, muss Ohrstöpsel finden! Diesem Ding wird den Ereignis zum Anlass Weintraube gefällig, aber nur eine. Na, kapiert? Werd mich hüten, dir mehr als eine zu geben. Nein, wenn es lustig war, musst du gefälligst auch lachen. Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam. Alles klar? Maya. Das kommt mir vor wie bei Faust. Ach komm, das war doch lustig. Ich finde Clowns immer lustig. Und ich finde, sie sehen nur lustig aus. Du hast echt den tollen Geschmack, Mädchen, ein umwerfendes Kostüm. Auch wenn gerade kein Fasching ist. Ich bin weg. Nein, Nick, das geht nicht. Ein oder zwei schlechte Witze kann ich vertragen. Aber dieser Witzbold lacht über seine eigenen Witze. Das kann ich nicht ausstehen. Okay, schon kapiert, aber gib zu, ein bisschen lustig ist er schon. Ach, nein, das gebe ich nicht zu, denn er ist es nicht. Jetzt sind wir genau mit ihm reden. Weil er da oben eine Karotte. Ja, gesehen, und die hängt ihm aus dem Mund raus. Du musst auch auf den Hut achten, auf den Mund davon. Barrys großer Zirkus. Was können Sie uns über Barrys großen Zirkus erzählen? Das ist eine Barry große Geschichte. Na, hast du ihn diesmal kapiert? Er setzt immer noch einen drauf. Der Zirkus ist seit 20 Jahren im Geschäft. Das heißt, dann schießt er immer. Wir alle arbeiten unter Zirkusdirektor Russell Barry. 20 Jahre? Wow! Das Leben im Zirkus ist niemals leicht, besonders in der heutigen Zeit. Es gibt Kino, Fernsehen und Bowling. Der Wettbewerb ist zu hart geworden. Aber, ich liebe den Zirkus doch! Das tue ich auch und genau deswegen bin ich seit 20 Jahren hier. Wir tun alles, damit die Show weitergeht und schickt keiner die Clowns rein. Nick, das war gerade ein Witz. Lachen! Der Zirkusdirektor war ein ganz großer in der Zirkuswelt. So was erlebt man selten. Selbst wenn keine Zuschauer kamen, bezahlte Russell mich aus seiner Privatkasse. Er wusste, dass ich eine Familie zu versorgen hatte. Und er wollte, dass es seinen Angestellten gut geht. Ich verstehe. Wie kann man einem so wunderbaren Menschen nur so etwas antun? Was passiert? Guck mal, auf die Minute sind jetzt. Mo? Wiggidi, was? Tut mir leid, Mo. Nick hat einfach keinen Sinn für Humor. Nur keine Sorge, so ist der eben, du darfst ihn das nicht übel nehmen. Reden wir über den Mord. Warte. Es muss gestern Abend gegen 22 Uhr gewesen sein. Nach den Proben war ich fix und fertig, also bin ich hierher zurückgekommen. Dann bin ich ins Bett. Da habe ich einen kurzen Blick erhaschen können. Einen kurzen Blick? Von den Verbrechen. Jetzt weiß ich, was Inspektor Gamschuh sagen wollte. Mo ist der Augenzeuge des Verbrechens. Was sie sahen! Ja, nicht Russell Barry. Mann, ein nach dem anderen. Sie haben das Verbrechen also beobachtet. Würden Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Die Polizei hat mir einen Maulkorb angelegt. Sagen Sie kein Wort, daher fürchte ich mich. Daher fürchte ich, meine Lippen sind versiegelt. Das ist nicht fair. Da hast du wohl recht. Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge erzählen.
Aber nur, wenn die alte Steilflippe da endlich auftaucht. Steilflippe? Moment mal, Moment mal! Meinen Sie ja von mich? Nick, du schaffst das! Was ist denn? Ich konzentriere mich. Okay, warum ging das Huhn über die Straße? Es wollte auf die andere Seite! Wenigstens macht er nicht einen auf dicke Hose. Vielleicht sollte er lieber nicht den Beruf wechseln. Ah, mach mal halblang. Wenigstens war ich lustiger als der Glutzer da. Sicher nicht der beste Witz aller Zeiten, aber du hast es versucht. Ich werde reden. Tut mir leid, Mo. Er hat einfach keinen Sinn für Humor. Hey. Gestern Abend. Ich hatte mich kaum ins Bett begeben, als ich diesen Lärm hörte. Es war höllisch laut. Es klang wie ein gewaltiges Klunk. Als ich es hörte, sprang ich sofort aus dem Bett. Da sah ich... Kaito Kid. Ohne Frage, ohne Zweifel, diesen Magier. Mehr nicht, aber das beweist, wie gefährlich dieser Mann tatsächlich ist. Er weiß mehr über Max, als er uns verrät. Russellberry. Der Zirkusdirektor war seiner Zeit voraus. Er wollte immer neue Elemente in der Show. Neue Elemente? Wenn man mal eine Weile Artist war, nutzten sich die eigenen Nummern irgendwann ab. Selbst meine Nummern kommen irgendwann in die Haare. Meine Witze sind manchmal etwas... altmodisch. In die Jahre gekommen? Aber der Heuchler treibt die ganzen Dinge einfach zu weit. Welcher Heuchler? Der Magier, er hält sich für den Größten und Mächtigsten. Er besaß sogar die Frechheit, mir zu sagen, du bist doch einer dieser Komiker, oder? Was meint er bitte mit einer dieser? Nun, jedenfalls ist er diesmal der Dumme. Er? Jawohl, er ging wirklich jedem hier auf die Nerven. Am Tag des Mordes. Ja? Nein, vergiss es. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Ich wette, er verheimlicht etwas über Max. Gut, können wir vielleicht was zeigen? Präsentiere. Ein Witzmacke! Was halten Sie davon? Okay. Finden ja zu etwas ein. Du hättest gerne ein paar Tipps für deine Karriere als Komiker, was? Verstehe. Nun, mein Tipp zum Witze erzählen? Stell dir vor, alle anderen tragen nur Unterwäsche und tanzen Lambada. Das reicht an klugen Tipps für heute. Nick, sei nicht so. Das war ein ganz gemeinter Ratschlag. Der Hut? Max Dingenstag. Was? Ja. Ach, falsch. Na okay, ganz verschwunden. Das ist der aufgeblasene Zylinder dieses aufgeblasenen Schwindlers. Der wurde am Tatort gefunden, nicht wahr? Das wurde mir gesagt. Unglaublich! Dieser Bastard hat den Zirkusdirektor auf dem Gewissen! Oha, ich wusste gar nicht, dass man sowas hier sagt. Es ist eine Schande, was dem Zirkusdirektor wieder vor, nicht wahr, Mo? Der Zirkusdirektor scheint ein wahrhaft großartiger Mann gewesen zu sein und wahrscheinlich ganz schön dicker und groß. So, ich habe eine Idee. Erstmal zeichnen, versuche ich mal, das hier zu zeigen. Russell! Wer konnte dir das nur antun? Ich. Du erfahrst es. Mo nimmt sich die Sache wirklich sehr zu Herzen. So, ich habe nämlich Profile oder genau. Wir machen Profile nochmal mit G. Okay. Warte, wir gucken uns heute mal ganz kurz Mo angucken. Okay. Wahrer Name Lawrence Kurtz, alter Freund des Direktors, ein netter Clown. Gut, dann kannst du mir zeigen, was du zeigen wolltest. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das hier. Mhm. Mal zeigen. Ben, wie geht's ihm so? Er ist Bauchrede, oder? Stimmt. Mann, war ich überrascht, als er mir das erzählte. Er hat einen zweiten Mund, wo eigentlich sein Bauchnabel sein sollte. Und du hast einen anderen Hut. Nur Spaß. Ben konnte mir nichts über den Mord sagen. Das Problem ist schnell gelöst. Zum Reden braucht er seine Puppe, Trilo. Trilo? Solange Ben seine Bauchrednerpuppe nicht hat, kann er nicht ein sterbendes Wörtchen erzählen. Wirklich? Meister und Puppe. Okay, wir brauchen die Puppe. Warte, geh mal kurz drauf, ob wir mit ihm reden können.
Ende, glaube ich, erst 3 Gesprächsthemen. Ja, 4, okay, dann bewegen wir uns normal. Gut, dann haben wir den lustigen Clown gefunden. Das ist so. Deswegen. Zirkuseingang? Kann man mit dem reden? Vielleicht, wo die Puppe ist? Nee. Geh mal zu Regina. Zirkus. Glaub ich, dass da was ist. Nee. Präsentier mal Ben. Ja. Wird gemacht. Ich hab von Ben geredet. Ach so, das ist Mo, er ist ein so lustiger Clown. Er war schon sehr lange ein sehr guter Freund meines Vaters. Er war ein guter Freund des Direktors? Papa sagte immer, wenn ich einem den Zirkus anvertrauen kann, dann Mo. Ja, dieser Clown ist ein liebenswerter Spaßmacher. Findest du nicht auch, Nick? Kein Kommentar. Gut, Ben. Ben. Ich muss ja irgendwie die Puppe finden. Ah, dieser Typ, sein Name ist Ben, richtig? Hä? Kennst du ihn nicht? Ich weiß nicht. Ist mir nie wirklich aufgefallen. Er ist ein Freund von Trilo, oder? Moment. Wir stellen hier die Fragen. Okay. Warte mal, red noch mal, gehen wir nochmal auf Reden. Okay, dann gehen wir mal in die Strafanstalt. Stimmt, dann kann er uns vielleicht was über... Wenn er da ist, deswegen. Ich guck mal, ob er jetzt vielleicht schon wieder da ist, aber ich glaub's nicht. Ja. Okay, gut. 28. Dezember, Strafanstalt. Besucherraum. Aha. Oh, meine beiden Herzchen, willkommen in der Strafanstalt. Aber da hab ich gerade wieder Herzchen genannt. Schon wieder? Was steht heute an? Womit kann ich euch helfen? Nun, wir haben einige Hinweise gesammelt. Wunderbar, fantabulös. Ich meine fabelhaft. Den hat mich, du kennst wahrscheinlich nicht, an Red White vom zweiten Teil, vom ersten Phoenix Wright Teil im zweiten Fall, und zwar hat er immer absolosipup perfekt gesagt. Deswegen sind wir nochmal bei ihm vorbeigekommen. Darüber hast du mir, glaube ich, schon was gesagt. Mal, ich habe ihn zwar nicht gesehen jetzt, aber... Nee, weil er im Film von Phoenix Wright vorkommt. Ach so. Ich würde euch den empfehlen, mal anzuschauen. Habe ich schon gesagt. Ach so. Was stimmt denn nicht? Mach kein so furchterregendes Gesicht. Na schön, Max. Lass nicht uns etwas absolut Fabelhaftes daraus machen. Reden. Absurposit. Aha. Max Galactica. Wir haben im Zirkus viel über sie erfahren, Max. Ach, du meinst wohl den Dinosauriern. Wie geht es den vorsintflutlichen Urviechern? Max, sie sind bei den anderen Artisten nicht besonders beliebt, nicht wahr? Ja, die Eifersuchtherzchen. EIFERSUCHT. Die sind absolut eifersüchtig auf meine absolut fabelhafte Person. Leute, die was verstehen, erkennen die offensichtlichen Unterschiede zwischen uns. Leute, die was verstehen? Mein Zuckerherzchen zum Beispiel. Regina versteht ihn also, ne? Ich beabsichtige, sie zu heiraten. Sie ist meine Zuckerherzchen-Prinzessin. Wow, das ist so cool! Ist schon alles geplant. Komisch. Regina hat gar nicht erwähnt, dass sie den Witzbold heiraten möchte. Den Clown? Sie haben den Zirkusdirektor in der Nacht des Mordes getroffen? Ja, ich war so gegen 22 Uhr bei ihm, nachdem ich mit der Probe fertig war. Ich ging sofort zu ihm, als wir fertig waren. Die Leiche des Zirkusdirektors wurde auf dem Platz vor der Unterkunft gefunden. Ja, davon habe ich gehört. Er musste mal raus, also habe ich in seinem Zimmer auf ihn gewartet. Hä? Entschuldige bitte, Max. Ich muss mich mal eben um etwas kümmern. Macht es dir etwas aus, hier auf mich zu warten? Draußen ist es ziemlich kalt. Wo ist denn dein Mantel? Ist schon in Ordnung. Ich bin gleich zurück. Es sollte nur etwa 10 Minuten dauern. Und dann? Ich habe auf ihn gewartet. Aber er ist nicht zurückgekommen. Ist er zu dem Platz gegangen, wo die Leiche entdeckt wurde? Möglich. Der Schneefall hatte etwas nachgelassen. Aber es war immer noch sehr kalt. Aber ich habe keine Ahnung, was er vorhatte.
Okay, Gerichtsakte. Den Zylinder haben wir Ihnen schon gezeigt. Du noch auf Zylinder? Ich meine, nur, also, ja. Ach, was denn, und hat er gefunden. Aha, ja, das zeigen wir ihm, was er dazu sagt. Ja, zack, 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 ja. Geht nicht. Ach, du bist nicht auf präsentieren, du bist einfach nur auf Gerichtsakte. Ah, okay. Zurück. 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 Jetzt auf präsentieren, deswegen, das habe ich auch oft das Mal. Ah, das ist mein Zylinder. So einen gibt's nur einmal auf der Welt. Er ist einer meiner größten Schätze. Dieser Zylinder beweist, dass ich woanders war. Wo wurde er gefunden? Hä, Herzchen? Er wurde am Tatort gefunden. Ah! Ich weiß nichts darüber. Oh, Max ist so erbärmlich, wenn er so ist. Max ist wohl wirklich irritiert. Reden, reden, reden. Ja, ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt's ja jetzt was. Nee. Oh. Ja, toll. Gericht, ja, präsentier mal. Was kann ich denn noch präsentieren? Zeig nochmal das Poster, zeig nochmal. Nee, können wir noch nicht. Okay. Maximilian Galactica, egal wann du mich siehst, du kriegst eine Gänsehaut, oder? Der Zylinder, der Mantel, die weißen Rosen. Das sind meine Symbole. Ich musste die Zahl meiner Symbole auf 3 reduzieren. Wirklich? Dann hatten sie zuerst wohl richtig viele, wie? Nun, ich dachte, man könnte nie genug Symbole haben. Sonnenbrille, Schönheitsmal, Polster für die Lippen, Bart, vorstehende Zähne. Ich habe es mit allen nur erdenklichen Symbolen versucht. Alles gleichzeitig. Aber wenn ich eins davon vergessen hätte, wäre ich nicht mehr erkannt worden. Und das ist schrecklich, besonders für einen Magier. Das gibt ja wohl nicht. Profile, gehen wir auf Nummer Profile, aber nicht präsentieren, einfach nur auf Profile jetzt einfach. Und nochmal auf Regina. Was hat denn mit dem Zirkus direkt? Ah, oh, nee. Ja, mach das nochmal. Präsentieren, ne? Mhm. Unfassbar, dass der Typ mit dem hässlichen Trottel hinter meinem Zuckerherzchen her ist. Besonders nachdem sie sich so lange meinem Charme entzogen hat. Da kann man nicht viel machen, stimmt's? Du warst noch nie richtig verliebt, oder? Wenn man jemanden richtig liebt, ist man auf den Spiegel der Person eifersüchtig, weil er ihr Bild gefangen hat. Hält. Ach, ist das nicht süß von ihm, Nick? Ich hole mir mein Zuckerherzchen zurück. Dann werde ich aus dieser dummen Puppe einen Spielzeugflieger machen. Ich glaube, die zwei haben ihre Probleme noch nicht ganz aufgeräumt. Oh, ich... Wir präsentieren einfach mal den hier, den lustigen Clown. Nee, das macht er nicht. Was ist mit dieser Person? Leider bilde ich keine Lehrlinge aus. Sieh dir doch bloß dieses Gesicht an. Sieh dir doch bloß dieses Gesicht an. Nicht gerade besonders fabelhaft. Ganz schön hart. Geh doch auf Reden. Vielleicht hat er jetzt irgendwas zu der Puppe. Nee. Das gibt's ja wohl nicht. Vielleicht soll ich das doch mal was Magaltan haben. Nein. Ich weiß ja, was man machen muss. Geh nochmal auf Wegen. Da müssen wir nochmal ein bisschen rumlaufen. Hanslei, ne. Zirkus-Eingang. Zirkus-Halligalli-Eingang. Lecker Erling. Nee. Geh nochmal zu Regina. Geh noch präsentieren. Profile? Ja, Profile, warte mal. Haben wir ihn schon, haben wir schon, ne? Haben wir beide schon, stimmt. Ach Gott, ich dreh durch. Geh mal in den. Geh mal in den, in das Zimmer vor, in das Büro, in das Büro. Also hier, ne? Im Zimmer des Direktors. Ach, geh nochmal zu Gamshow. Ich bin wieder überfordert, ich weiß nicht mehr, was man machen muss. Das ist. Gott! Deswegen mache ich das Gericht auch am meisten, weil das am meisten Spaß macht. Unterkunft, Hauptplatz. Okay, geh nochmal zum Mo. Wir müssen ja reden. Nee. Weil man kann nur 4 Konversationen gleich. 4 gleichzeitig haben und deswegen. Wir sind hier. den Hut. Haben wir den noch nicht? Nee, haben wir noch nicht. Das ist der aufgeblasene Zylinder. Nee, haben wir schon. Das sieht sie nicht. Machen wir ihn schnell wieder fröhlich. Der macht mir Angst, wenn er so guckt. Haben wir schon mit ihm? Ich weiß nicht, mach mal.
Nee, doch, natürlich, da haben wir ja erfahren, dass er seine Puppe braucht. Wie soll das bloß bei Miles Edgeworth enden? wo selbst ich das noch nicht mal kenne. Geh mal auf zurück. Zu Ben nochmal, ich würde ihm kurz was gucken. Soweit ich weiß, brauchen wir die Information, dass... Weil wir haben ja schon die Information, die wir brauchen, um das zweite Stück von Magatama zu zerstören, aber wir haben es nicht als Beweis. Weil ich mir kurz selber auf Bericht gucken. Versuchen wir mal was mit Magatama zu machen. Oh, ich glaube, das bringt nichts. Warte mal. Namenzeichen. Weil ich weiß, wir haben ja gehört, dass sie heiraten wollen. Das heißt, vielleicht ist das Thema, worüber die beiden gestern gesprochen haben, aber wir haben das nicht als Beweis. Ich will das ja vorzeigen. Das wird wahrscheinlich das sein, was wir vorzeigen müssen, aber wir haben es nicht. Deswegen habe ich auch Hast du denn das schon präsentiert? Und haben wir noch nicht, denn? Mach du mal, weil das klicken wird sich. Hört man wahrscheinlich. Sie mich nicht auf die Maus benutzen. Okay, geht nicht. Okay. Wir brauchen die Puppe. Ach, den haben wir noch nicht gezeigt. Zeig ihm mal Maximilian. Okay. Nachdem, was wir gehört haben. Okay. Das Poster fällt nur von Maximilian und den Hut. Mehr weiß ich auch nicht. Okay. G. Genau, hast du aber gesagt. Okay, erstmal das Poster. Zylinder oder Fotos, weiß ich. Okay, nee, der wird nichts erzählen, der braucht seine Puppe! Vielleicht nur für den Sinn. Okay. Hätte sein können, dass er doch noch redet. Okay, dann werden wir im nächsten Part sehen, wo wir die Puppe herbekommen oder zumindest was wir jetzt machen müssen. Bis dahin, tschüss.